Ich habe diese dünne Furnier bekommen und mit meinem Mittel behandelt. In verschiedene Stärke und verschiedene Formen. Also ich habe es eingelegt, 2 Tage und dann getrocknet. So sieht Furnier aus, unbehandelt. Wie die blinde Stahlschosse. Dann nehmen wir mal hier verschiedene Mischverhältnisse. Schalte die Flamme darauf. Es wird rot. Dann manche von denen brennen ein bisschen nach. Ich gucke schon bei welchen von denen habe ich bessere Ergebnisse. Hier bei dieser Mischung passiert gar nichts. Sieht sofort aus. Dann nehme ich an dem Mischverhältnis. Der ist am besten. Der ist am besten. Vielleicht mit anderen sehen dann bessere Ergebnisse. Der brennt gar nicht mehr da. Das ist ein unbrennbarer Holz, kann man schon sagen. Von mir. Na, jetzt nehme ich mal diese Mischverhältnis. Keine Flamme. Der brennt fast gar nicht. Gucken Sie mal, wenn man zuguckt. Bisschen nach. Man sieht den Unterschied zwischen Mischverhältnissen, die ich mal hier. Je nach Holz und Verarbeitung.